Eine Anhörung vor dem US-Senat in Washington ist mehrfach von Demonstrierenden unterbrochen worden, die eine Waffenruhe im Gazastreifen forderten. Gestört wurden dadurch Reden von Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin. Beide Minister äußerten sich zum Nahostkonflikt und anderen Krisen. Sie appellierten an den Haushaltsausschuss des Senats, Dutzende Milliarden von Dollar an Militärhilfe zur Unterstützung Israels und der Ukraine zu beantragen. Die Demonstrierenden wurden nacheinander abgeführt.